Der Schritt fällt uns tatsächlich sehr schwer, die Nacht abzusagen. Wir haben jetzt ein Jahr lang mit unseren 20 Orten wirklich an einem tollen Programm gearbeitet und wir glauben auch, dass es eine tolle Nacht geworden wäre für alle. Das Thema war Zukunft gewesen und ich glaube, das wäre spannend für die Cottbusser gewesen zu sehen, was ihre Unternehmen, Cottbus und Institutionen zum Thema Zukunft auf die Beine gestellt haben und was sich in Cottbus alles bewegt und was alles passiert. Aufgrund der steigenden Fallzahlen aber in Cottbus, Umgebung um Berlin und der wirklich dringenden Empfehlung der Stadt Cottbus, die uns gestern erreicht hat, mussten wir die Nacht dann leider absagen. Wir haben auch eng mit dem Gesundheits- und Hygieneamt der Stadt Cottbus zusammengearbeitet und haben ein tolles Hygienekonzept entwickelt, was sehr professionell eigentlich an dem Abend, glaube ich, auch funktioniert hätte. Und um das jetzt aber nicht verloren gehen zu lassen, dieses Engagement und diese tollen Programmpunkte, die die Orte erarbeitet haben, möchten wir dieses ganze Thema gerne in das nächste Jahr mit hinübernehmen und haben auch alle Orte herzlich eingeladen, wirklich am nächsten Jahr auch daran teilzunehmen und ihr Programm sozusagen dann vielleicht noch mit neueren Zukunftsideen den Cottbusern zu präsentieren.